So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir beenden jetzt so langsam das wahrscheinlich schwierigste, anspruchsvollste Thema der gesamten AOD. Ich will Ihnen vielleicht noch mal ganz kurz die Geschichte im Zusammenhang erzählen, die ich Ihnen eigentlich hier vermitteln will. Man hat ziemlich früh, seitdem man sich mit Algorithmen beschäftigt, seit den 50er Jahren, 60er Jahren, seitdem man sich auch mit der Komplexität, also mit der Laufzeit als mathematische Formel, asymptotische Laufzeit beschäftigt hat, seitdem ist man immer wieder an ein und dieselbe Grenze gestoßen. Es gibt Problemstellungen aus der Praxis, Problemstellungen, die überall auftreten, wie das Handlungsreisenproblem, wie das Rucksackproblem, wie das Steinerproblem und die anderen Probleme, die ich Ihnen gezeigt habe und viele, viele andere mehr, bei denen man einfach nicht weiterkommt, bei denen man nicht so schön wie beim Sortieren oder bei unseren kürzesten Pfade-Problemstellungen und Ähnlichem da Algorithmen bauen kann, die ein bisschen linear, ein bisschen logarithmisch, vielleicht mal n hoch 4 oder sowas sind, sondern man kommt einfach nicht weiter und man kommt nicht mal so weit, überhaupt etwas Polynomielles zu basteln, überhaupt einen Algorithmus zu finden, der wenigstens eine asymptotische Komplexität hat, die wenigstens polynomiell beschränkbar ist mit irgendeinem Exponenten. Ja? Nichts dergleichen hat funktioniert. Und dann hat man sich langsam durchgerungen zu der Frage, vielleicht steckt ja eine Logik, vielleicht steckt ja ein System dahinter, vielleicht gibt es gar keine vernünftigen, schnellen Algorithmen für diese Problemstellungen, was natürlich schade ist, weil das eben, wie gesagt, sehr praxisrelevante Problemstellungen sind. Hat man sich überlegt, wie kann man das Ganze begrifflich, formal, mathematisch fassen? Wie kann man diese Klasse von Problemstellungen beschreiben, die diese Eigenschaft haben, dass man da einfach nicht rankommt, dass man da einfach keinen vernünftigen Algorithmus findet. Und man ist nach und nach dazu gekommen, sich erstmal klar zu machen, das ist die Klasse NP. Ein wesentliches Merkmal ist erst einmal eine sehr bescheidene positive Aussage, nämlich, dass man eine Lösung in polynomialer Zeit verifizieren kann. Das ist eine Gemeinsamkeit dieser verschiedenen Problemstellungen. Es gibt auch Problemstellungen, bei denen man nicht mal das kann, aber alle diese Problemstellungen kann man wenigstens polynomiell überprüfen. Ist das jetzt eine Lösung, ist das keine? Ja, diese ganze Sache mit dem Zertifikat. Und dann, nachdem man sich mal diese Klasse angeschaut hat, ist den Leuten irgendwann, irgendwelchen genialen Leuten, deren Gedankengänge wir hier jetzt nicht so ohne weiteres so kurz und schnell nachvollziehen können, ist den Leuten der Gedanke gekommen, dass unter allen diesen Problemstellungen, dass es unter allen diesen Problemstellungen so etwas wie schwerste Probleme gibt. Nämlich solche in der Klasse NP, die, und das ist eine der Leistungen, die diese Leute erbracht haben, sodass alle anderen Problemstellungen in NP auf diese schwersten Probleme polynomiell reduzierbar sind. Das heißt also, in diesem Sinne, die schwersten Probleme in NP, wenn einer von diesen schwersten Problemstellungen polynomiell lösbar ist, dann sind sofort alle Problemstellungen in NP polynomiell lösbar, weil man jede Problemstellung in NP einfach durch Reduktion auf so ein schwerstes Problem lösen kann. Man nimmt sich die Problemstellung in NP her, transformiert die in eine Eingabe, davon nimmt man sich her, transponiert die in eine Eingabe dieses schwersten Problems, löst dieses schwerste Problem und transformiert das Ergebnis zurück in eine Ausgabe des ursprünglichen Problems und kann damit jedes Problem in NP lösen. Damit hat man alle diese Problemstellungen in eine Klasse zusammengefasst, die NP-vollständigen Problemstellungen, NPC, von denen wir hier gesprochen haben. Wir haben beim letzten Mal schon gesehen, etwas, was erstmal gar nicht selbstverständlich ist, nämlich, dass diese Klasse NPC nicht leer ist. Dass es tatsächlich Problemstellungen gibt, die in NP sind und in diesem Sinne schwerstmöglich in NP sind.
Das haben wir gesehen bei einem Problem, das sehr nah an der Ausführung von Algorithmen auf dem Rechner sind, nämlich CircuitSat, und haben beim letzten Mal begonnen, für andere Problemstellungen ebenfalls einzusehen, zu beweisen, dass diese Problemstellungen irgendwie vollständig sind. Und wenn man erst einmal eine erste Problemstellung hat, für die man bewiesen hat, dass sie NP vollständig ist. Das war unser CircuitSat vom letzten Mal. Wenn man erstmal eine solche Problemstellung hat, dann kann man jede andere Problemstellung dadurch beweisen, dass sie NP vollständig ist, indem man diese Problemstellung darauf reduziert. Das sehen wir uns gleich jetzt nochmal an dem letzten Beispiel, das ich hier bringen will. Wie gesagt, die ganzen anderen Problemstellungen, die ich gebracht habe, wie Handlungsreisenproblem, Steinerbaumproblem, Rucksackproblem und so weiter, sind ebenfalls NP-vollständig, gehören auch in diese Klasse hinein. Aber die Beweise dafür hier zu präsentieren, das ist viel zu umfangreich. Das würde etliche Doppelstunden hier umfassen, nur allein diese Dinge zu beweisen, und das kann es ja nicht sein. Ein bisschen muss die AOD selbstverständlich ihren Überblickscharakter bewahren, denn darum geht es in der AOD: erstmal einen Einblick, eine Einführung, grundlegendes Verständnis und Überblickscharakter. Das kann natürlich nicht geleistet werden und es ist wahrscheinlich dann auch für Sie nicht mehr besonders interessant, dass wir da überall in diese Details reingehen. So. Letztes Beispiel, letzte algorithmische Problemstellung, die hatten wir schon am Anfang gesehen. Die Problemstellung, der Input ist das Schwarze, die Eingabe ist das Schwarze, das heißt also ein ungerichteter Graph, mal ausnahmsweise ohne Kantenlängen und ohne Start- und Zielknoten und so weiter, einfach nur ein ungerichteter Graph. Und was wir suchen, ist eine Clique von einer gewissen Mindestgröße. Also eigentlich suchen wir die größte Clique oder eine größte Clique, es können ja mehrere größte Cliquen geben. Und wir hatten schon dasselbe Beispiel gesehen, ein paar Folien vorher, dass diese vier Knoten bilden eine Clique, weil sie paarweise miteinander verbunden sind und sind auch die größte Clique, die hier drin vorkommen kann. Ja, hier haben wir noch eine Clique, die ist kleiner, nur drei Knoten, hier haben wir eine, die ist kleiner, nur drei Knoten, hier hat eine drei Knoten, hier innerhalb der vier Knoten-Clique ist natürlich... haben wir natürlich auch drei Knoten klicken und so weiter. Das, was grau unterlegt ist, ist also die größte Clique in diesem Graphen. Das wollen wir eigentlich finden, das ist ein Optimierungsproblem. Finde die größte Clique, immer wenn es superlativ ist, ist es ein Optimierungsproblem. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass wir uns hier auf Entscheidungsprobleme beziehen. Optimierungsproblem heißt, eine bestimmte Lösung soll herauskommen, ein bestimmtes Element des Lösungsraums, nämlich eines, wo das Ziel möglichst gut erreicht ist. Möglichst geringe Kosten, möglichst hoher Profit, möglichst große Clique und so weiter. Entscheidungsproblem heißt, gibt es, das ist hier jetzt drauf, das Entscheidungsproblem dazu, das Grundprinzip haben wir schon gesehen und mehrfach angewandt. Wir haben weiterhin den ungerichteten Graphen und, also wir haben weiterhin eine Eingabe des Problems, wie bisher auch, und wir haben zusätzlich eine Zahl, und das Entscheidungsproblem ist zu entscheiden, ja, nein, ob es eine Clique gibt, die mindestens so viele Knoten hat. Und warum interessieren wir uns dafür? Entscheidungsprobleme sind einfacher, weil ja der Output nur true oder false sein kann. Das haben wir schon ausgenutzt. Und wenn das Entscheidungsproblem schon schwer ist, dann ist natürlich auch das Optimierungsproblem schwer. Das Optimierungsproblem kann nicht einfacher sein als das Entscheidungsproblem, denn wenn wir eine optimale Lösung in der Hand haben, wenn wir durch einen Algorithmus für das Optimierungsproblem eine optimale Lösung berechnet haben, dann können wir ja sofort entscheiden, ob es eine Clique mit mindestens k Knoten gibt oder nicht. Das heißt also, jeder Algorithmus für das Optimierungsproblem wäre auch ein Algorithmus automatisch für das Entscheidungsproblem. Das Optimierungsproblem kann nicht einfacher als das Entscheidungsproblem sein, es kann nur schwerer oder gleich schwer sein. So, das Ganze ist natürlich wieder
in der Klasse NP. Schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze aussieht. Was ist das Zertifikat? Wie immer hierbei der Output, nämlich wenn k gleich 4 ist, dann wäre beispielsweise diese Clique ein Zertifikat dafür, dass es tatsächlich das Entscheidungsproblem eine Ja-Instanz ist, dass es eine Clique gibt mit mindestens 4 Knoten. Ja, Sie bekommen diese 4 Knoten raus und können dann ja mit einem einfachen Algorithmus in quadratischer Laufzeit bestimmen, es sind alle 4 Knoten miteinander paarweise verbunden. Ja, das überprüfen, dass diese 4 Knoten eine Clique sind, ist einfach überprüfen, ob alle paarweise miteinander verbunden sind. Wir haben quadratisch viele Kanten, die wir dafür überprüfen müssen, ob die drin sind. Das ist also polynomial. So, die Clique ist also wieder in NP. Und jetzt ist auch hier wieder die entscheidende Frage, wie in den letzten Beispielen, als Behauptung auf dieser Folie, ist die Clique auch NP vollständig, ja oder nein? So, wie funktionieren diese NP-Vollständigkeitsbeweise? Wir haben es beim letzten Mal mehrfach gesehen, jetzt nochmal. Wir nehmen uns ein Problem her, von dem wir wissen, dass es NP-vollständig ist. Wir haben jetzt von mehreren Problemen das gesehen, CircuitSat, SAT, in 13F-Form haben wir auch gesehen. Und eine dieser Problemstellungen nehmen wir her, nämlich Satisfizierbarkeit für Formeln, die in konjunktiver Normalform sind. Dieses Problem, also gegeben als Input eine Formel, eine boolesche Formel, eine logische Formel in konjunktiver Normalform. Die Frage ist, gibt es eine Belegung der Variablen mit Ja, Nein, mit True, False Werten, sodass die gesamte logische Formel insgesamt True ergibt? Haben wir gesehen, das ist NP-vollständig, diese Frage. Und daraus, was wir machen, ist, wir reduzieren diese Problemstellung auf unsere neue Problemstellung, Clique, von der wir zeigen wollen, dass sie NP-vollständig ist. Warum? Weil wir das beim letzten Mal schon gesehen haben, es ist immer die Transitivität dabei. Was bedeutet denn eine Problemstellung ist NP-vollständig? Es bedeutet erstens, ist in NP, das hat sich erledigt, haben wir gesehen, und zweitens, jedes Problem in NP lässt sich polynomiell auf diese reduzieren, auf diese Problemstellung. Und dieses zweite ergibt sich hier transitiv. Wir können jedes Problem reduzieren auf diese Satisfizierbarkeit mit konjunktiver Normalform. Und jetzt wollen wir noch sehen, dass sich Satisfizierbarkeit mit konjunktiver Normalform wiederum reduzieren lässt auf diese Problemstellung mit der Clique, sodass dann transitiv die ursprüngliche Problemstellung in NP erst transformierbar in reduzierbar auf dieses Satisfizierbarkeitsproblem und im zweiten Schritt reduzierbar auf Clique, damit insgesamt transitiv reduzierbar auf Clique ist und damit ist, wenn das gezeigt ist, die Problemstellung NP schwer. So, wir basteln. Eine typische Sache, wie man solche NP-Vollständigkeitsbeweise führen kann. Wir haben jetzt eine Eingabe von Satisfizierbarkeit für konjunktive Normalform. Wir fangen an, Klauseln zu basteln. Ich werde das jetzt hier einfach mal, wir kommen gleich wieder zurück dazu. Erst einmal hierhin. Wir basteln uns jetzt einen Graphen aus dieser Formel. Einen ungerichteten Graphen. Und zwar sehen Sie hier, was da so alles für Knoten sind. Wir haben einen Knoten für jedes Literal, das sind die Klauseln. Für jedes Literal, das in einer Klausel drin ist, basteln wir uns einen Knoten, der zu diesem Literal in dieser Klausel gehört. Also x kommt mehrfach vor, hier und hier. Also haben wir zweimal hier
x drin, einmal mit Klausel K1 und einmal mit Klausel K3. Das negierte Literal, also das negierte x, kommt auch mal vor, hier in der Klausel 2, also haben wir einen Knoten mit x quer und Klausel 2. Jetzt habe ich noch ein y dazu genommen, das kommt vielleicht nur einmal vor in der Klausel 4, also haben wir einen Knoten mit Klausel 4. Das sind die Knoten. Ich gehe alle Klauseln durch und für jedes Literal, das darin vorkommt, negiert oder unnegiert, habe ich einen Knoten. So, was sind die Kanten? Also die Kanten sind das dick schwarz gezogene, das dünn schwarz gestrichelte bedeutet, dort ist keine Kante. Das sind noch zwei Stellen, wo Kanten sein könnten, aber keine sind. Unter welchen Umständen haben wir jetzt hier eine Kante? Oder fragen wir mal umgekehrt, unter welchen Umständen haben wir keine Kante? Wir haben keine Kante, wenn hier ein Widerspruch auftritt, wenn hier ein x und hier ein x quer ist. Und wenn hier ein x und hier ein x quer ist, dann haben wir da keine Kante. Ja, das geht nicht, dass gleichzeitig x und x quer wahr ist, das ist der Hintergrund. Da haben wir keine Kante und ansonsten haben wir überall eine Kante zwischen den einzelnen Elementen. Das habe ich hier noch formuliert. Wir nehmen uns, gehen alle Klauseln durch, nehmen uns alle Literale vor, negiert oder unnegiert, und fügen einen Knoten ein, dieses Literal mit dieser Klausel, hier x, x quer, jeweils mit der Klauselnummer, jeweils einen Knoten, und eine Kante genau dann, wenn die beiden nicht miteinander in Konflikt stehen, wenn die beiden Knoten zu verschiedenen Klauseln gehören und wenn sie nicht miteinander in Konflikt stehen. Und zwar nicht in Konflikt stehen heißt, wie wir das hier in dem Beispiel gesehen haben, wenn nicht gerade x und x quer steht oder y und y quer oder a und a quer, was auch immer. Auf die Bezeichnung kommt es natürlich nicht an. So, schauen Sie mal hier. Hier haben Sie eine Clique. Clique der Größe 3. Und diese Clique der Größe 3, wenn ich mir die hernehme und sage, okay, x ist true und y ist true, dann sind K1, K3 und K4 gleichzeitig erfüllt. Die drei beteiligten Cliquen sind alle drei gleichzeitig wahr. Das heißt, wenn ich hier eine Clique drin habe und einfach jeweils setze, zum Beispiel, wenn dieser Knoten in der Clique drin wäre, würde ich x auf false setzen. Wenn dieser Knoten in der Clique drin sein soll, setze ich x auf true. Wenn dieser Knoten in der Clique drin ist, y auf true. Wenn jetzt y quer irgendwo hier sein würde und dieser Knoten wäre in der Clique drin, würde ich y auf false setzen. Ich nehme mir eine Clique her, das ist der Gedanke. Ich suche eine Clique, die genauso groß ist wie die Anzahl der Klauseln. Wenn ich so eine Clique habe, ergibt sich durch die Logik, unter welchen Umständen eine Kante drin ist, dass die variablen Belegungen zusammenpassen. Denn in so einer Clique drin gibt es kein x und kein x quer gleichzeitig. Ja? Wenn ich hier, ich kann das x auf true setzen, ist hier auf true, ist parallel, und das y auf true und es passt. Bin nicht gezwungen, hier das x auf false zu setzen. Und das ist die Idee. Wir suchen eine Clique, nehmen wir mal an mit diesen 4, eine Clique der Größe 4 in diesem Graphen. Und wenn wir eine finden, dann passt es zusammen. Aufgrund der Definition, unter welchen Umständen wir eine Kante überhaupt einfügen, passen die Wahrheitsbelegungen zusammen in den einzelnen Cliquen. Ja, wenn ich dort x auf true setze, dann kann ich dort auch in der anderen Klausel x auf true setzen. Und beide Cliquen sind erfüllt, beide Klauseln sind erfüllt, so wie Sie das hier sehen. Ich muss nicht inkonsistente Variablenbelegungen definieren in der einen Clique x
of true, in der anderen, Entschuldigung, in der einen Klausel x of true, in der anderen Klausel x of false, weil diese beiden Fälle nicht in derselben Clique sind, weil da keine Kante zwischen zwei solchen Knoten mit x und x quer ist. Das ist die Idee, jetzt nochmal verschriftlicht. Optimierungsproblem, die größte Clique zu finden, haben wir gesagt, da betrachten wir ohne Einschränkung das Entscheidungsproblem. Gegeben noch zusätzlich eine Zahl k, und die Entscheidungsfrage ist, gibt es eine Clique der Größe k oder größer oder gibt es die nicht? Und was ich jetzt versucht habe, an diesem Beispiel anzudeuten, wenn ich diese Clique der Größe 3 hier habe mit den Klauseln k1, k3, k4, dann kann ich hier drin eine Wahrheitsbelegung finden, x gleich true, y gleich true in diesem Fall, sodass diese drei involvierten Klauseln k1, k3, k4 mit Wahrheit belegt sind. Umgekehrt, wenn ich hier eine Wahrheitsbelegung habe, x gleich true, y gleich true, dann kann ich hier, weil hier eben x und x kompatibel sind, beide unnegiert und y sowieso mit x kompatibel sind, gibt es entsprechend auch diese Clique. Das heißt, wenn ich eine Clique der Größe k habe, dann setze ich alle diese Literale auf true. Also wenn ich x unnegiert drin habe, setze ich x auf true. Wenn ich x negiert drin habe, setze ich x auf false. Dann ist x negiert natürlich auf true. Und umgekehrt, wenn ich eine erfüllende Belegung habe mit x und y und so weiter, dann ergibt sich durch die spezielle Konstruktion der Kantenmenge, wenn ich eine erfüllende Belegung habe, also da ein x, da ist das x wahr, da ist das y wahr und so weiter, ergibt sich durch spezielle Definition, dass die alle eine Clique bilden. Machen Sie sich das nochmal im Nachgang genauer klar. Ich denke, es ist nicht zu schwierig, das zu verstehen, auch wenn das jetzt vielleicht auf Anhieb nicht unbedingt jedem sofort einleuchten wird. Wobei ich natürlich wieder hier an dieser Stelle offen bin für Ihre konkreten Fragen dazu an dieser Stelle. Gut. Also, nochmal, das ist jetzt der Abschluss, die allerletzte Folie zu diesem Thema. Wir haben ein erstes Element von NPC, das war unser CircuitSat. Wir haben für eine allererste Problemstellung bewiesen, dass sie NP vollständig ist. Und können hergehen, dass wir diese allererste Problemstellung eben bei unserer Herangehensweise CircuitSat ist. Bitte, Frage? Was meinen Sie, wir haben die eine Richtung gemacht? Wir können SAT darstellen als Klick und das reicht. Sie können Clique übrigens auch genauso gut auf SAT reduzieren, weil man jede Problemstellung in NP auf SAT reduzieren kann. Sie können auch kürzeste Wege auf Handelsreisen und Probleme reduzieren. Das ist ein bisschen umständlich, aber es muss eine Möglichkeit geben. Bitte? Nein, kürzeste Weg ist nicht NP vollständig. Kürzeste Weg ist aber in NP. Jedes polynomial lösbare Problem ist auch in NP und lässt sich daher reduzieren auf das Handlungsreisenden-Problem. Wir wissen, dass es so ist, aber das heißt natürlich noch lange nicht, wir müssen uns natürlich dann überlegen, wie das dann wirklich funktioniert. Also das kriegen wir jetzt nicht geschenkt, das kostet nochmal ein bisschen Schweiß, sich zu überlegen, wie man kürzeste Wege auf das Handlungspreisenproblem reduziert oder auf Steinerbaum reduziert oder auf Rucksackproblem reduziert oder worauf auf immer. Wir wissen aber, es geht irgendwie. Es gibt einen solchen Reduktionsalgorithmus. Jetzt wissen wir, dass wir
Wir wissen, dass SAT-NP vollständig ist. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, weil wir Circuit-SAT auf SAT reduziert haben. Und jetzt sind wir dabei, SAT, eine spezielle NP-vollständige Form von SAT, auf Clique zu reduzieren und beweisen damit, dass Clique auch NP-vollständig ist. So, das ist sozusagen der Fahrplan. Und es gibt tausende von Arbeiten, die genau das gelb unterlegte leisten für tausende verschiedene algorithmische Problemstellungen. Ja, wenn Sie danach in der Literatur suchen, Sie werden erschlagen. So. Und wenn CircuitSAT jetzt im ersten Schritt auf andere algorithmische Probleme polynomiell reduziert wird, heißt es, wir haben damit bewiesen, auch diese anderen algorithmischen Problemstellungen sind NP-schwer, weil damit indirekt über CircuitSAT jedes Problem in NP auf diese neue jeweilige Problemstellung reduzierbar ist. Und wenn wir ja, das haben wir gesehen, dass, da können wir Ketten bilden. Wir haben jetzt eine neue Problemstellung, SAT, bewiesen durch Reduktion von CircuitSAT auf SAT, dass die NP vollständig ist. Dann haben wir bewiesen durch Reduktion von SAT auf SAT mit konjunktiver Normalform, dass auch dieses Problem NP vollständig ist. Und durch Reduktion von diesem SAT mit konjunktiver Normalform auf Clique haben wir bewiesen, dass auch Clique NP vollständig ist. So wie man eine erste Problemstellung hat, ist die Grundlogik immer dieselbe. Das geht beliebig tief und auch diese ganzen Problemstellungen, die ich eingangs erwähnt habe, werden genau auf diese Art und Weise bewiesen, dass sie NP vollständig sind. Nur eben, das würde den Rahmen unserer Lehrveranstaltung hier sprengen. Also das ist sicherlich das Thema, was am meisten noch ein bisschen Verdauung im Gehirn benötigt, sicherlich bei vielen von Ihnen. Obwohl ich es versucht habe, so didaktisch wie nur irgend möglich aufzubereiten, und ich bilde mir ein, dass ich es didaktisch einfacher aufbereitet habe als alles, was ich bisher in Lehrbüchern gesehen habe, wobei ich natürlich nicht im luftleeren Raum angefangen habe, sondern ich habe mir ein Standardlehrbuch hergenommen und habe versucht, das noch ein bisschen zu vereinfachen unter Umgehung von irgendwelchen Sachen wie Turing-Maschinen und so weiter, die da wirklich nicht notwendig sind. Dann sind wir mit dieser Thematik erstmal so weit durch, was es bedeutet, dass wir richtig schwere algorithmische Problemstellungen haben. Das ist natürlich unbefriedigend bisher geblieben, nicht? Denn von diversen praktisch sehr wichtigen Problemstellungen wissen, dass sie NP-vollständig sind, aber wir würden sie ja trotzdem gerne irgendwie lösen können. Also das, was wir jetzt vorher bei den anderen Problemstellungen, beim Sortieren und bei kürzesten Pfaden und so weiter gesehen haben, das können wir hier jetzt nicht erwarten, dass wir so etwas finden. Aber trotzdem müssen wir irgendwie mit den Problemstellungen umgehen. Das werden wir, wenn es Sie interessiert, vertiefen im Wintersemester, in jedem Wintersemester in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen, die ich anbiete. Hier in der AOD, wo es eben um erste Einblicke, erstes Verständnis und Überblick geht, werde ich natürlich nur in ein paar Terminen das Thema versuchen anzuschneiden. So, vom letzten Foliensatz, von dem Thema schwere algorithmische Problemstellungen, nochmal eine Folie geklaut, ich glaube 1:1 geklaut. Ja. Was bedeutet es aus praktischer Sicht, dass ein Problem NP vollständig ist? Das bedeutet, ich kann gerne nochmal das sagen, was ich immer wieder sage, für jeden auch nur vorstellbaren oder auch nicht vorstellbaren Algorithmus, für jeden Algorithmus, den es in unserem Universum mit unserer Art von Computern gibt, egal ob die Menschheit ihn erfunden hat oder nicht, also erfunden ist das falsche Wort, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder nicht, egal ob die Menschheit ihn jemals finden wird, für jeden Algorithmus kann man hergehen, Beispiele zu konstruieren, die gar nicht mal so groß sind, und dieser Algorithmus wird sich darauf totrechnen. Also
Im Sinne von, es ist keine Echtzeit, bis der fertig ist. Es reicht auch nicht, eine Kaffeepause zu überbrücken. Er wird auch noch nicht fertig sein, wenn Sie aus dem Urlaub wieder zurück sind, sondern er wird dann erst im so und so viel nächsten Universum fertig sein. Das ist die Problematik, wobei ich nochmal darauf hinweisen möchte, genau die Quantoren. Ja? Es gibt nicht einen festen Satz von Beispielen, sodass alle Algorithmen darauf schwer sind, sondern für jeden Algorithmus speziell gibt es Beispiele. Wir wissen nicht, wie die aussehen zunächst mal, muss man sich sehr genau überlegen, wird man vielleicht sogar viel überlegen müssen, aber wir wissen, es gibt sie. Bitte? Sie haben recht, wir wissen nicht, dass NP ungleich P ist oder P ungleich NP ist. Das heißt also, diese Aussagen treffe ich unter dem Vorbehalt, dass nicht doch jemand kommt und beweist, dass P gleich NP ist. Also ich glaube, es gibt niemanden in der Informatik, der einen ernsthaften Betrag darauf verwetten würde, dass P gleich NP ist. Es riecht nicht danach, es sieht nicht danach aus. Alles deutet darauf hin, dass P ungleich NP ist oder, was ich auch angedeutet habe, dass das vielleicht ein unentscheidbares Problem ist. Wenn das der Fall wäre, dann wäre aus praktischer Sicht noch nicht alles gewonnen. Denn wenn P gleich NP wäre, dann würde es ja nur bedeuten, es gibt polynomiell schnelle Algorithmen. Aber polynomiell schnell, stellen Sie sich vor, N hoch 3175 ist aus praktischer Sicht auch noch nicht besonders gut. Also es wäre aus praktischer Sicht, selbst wenn P gleich NP wäre, wäre aus praktischer Sicht immer noch nicht unbedingt das Problem gelöst. So, wir wollen jetzt auf verschiedene Arten und Weisen da rangehen. Ich will Ihnen einfach ein paar Beispiele zeigen, was man sinnvollerweise machen kann. Der entscheidende Punkt hier ist, schauen Sie mal das Gegenstück, Beispiele von moderater Größe. Also vielleicht nochmal, um das zu sagen, beim Handlungsreisenproblem würden Beispiele mit 50 oder 100 Punkten locker ausreichen, um jeden Algorithmus sich totlaufen zu lassen. Aber diese Beispiele von moderater Größe müssen in einem realen Anwendungsfall überhaupt nicht vorkommen. Und das ist der Eingangspunkt, an dem man versuchen kann, etwas zu machen. Ja? Es gibt die allgemeine Problemstellung, Handlungsreisendenproblem, mit allen möglichen Konstellationen, wie die Punkte in der Ebene verteilt sein könnten. Und es gibt reale Situationen. Zum Beispiel denken Sie an geografische Situationen. Ja? Städte sind nicht zufällig in der Ebene verteilt, sondern die gehen sehr häufig entlang von Flüssen. Dann gibt es in Gebirgen große Auslassungen und solche Sachen. Die Kunst besteht darin, wenn Sie sich ein reales Anwendungsfall ansehen, und Sie haben ja immer einen konkreten realen Anwendungsfall, den Sie lösen wollen. Sie haben nicht niemals das allgemeine Problem, sondern Sie haben ganz konkrete Fälle, die Sie lösen wollen. Die Kunst besteht darin, die spezielle Situation, vor der Sie stehen, auszunutzen, um an diesem hässlichen Resultat NP vollständig vorbeizukommen. Ein paar einfache Beispiele will ich Ihnen zeigen, versuchen näher zu bringen, an die man denken kann. Eine Sache, die immer wieder sehr hilfreich ist, ist, dass man zweistufig vorgeht. Dass man in einer ersten Stufe so etwas wie eine Vorbearbeitung hat und in der zweiten Stufe dann die richtige Bearbeitung, was hier unten steht, Restproblem lösen. Eine Sache zum Beispiel ist, was häufig übersehen wird, aber was häufig die Problemstellung unheimlich vereinfacht und oft genug auch sogar der entscheidende Punkt ist, dass man vorher guckt, kann ich irgendwie die Datenmenge, mit der ich da befasst bin, kann ich die nicht vorher reduzieren, bevor ich eigentlich die Problemstellung löse.
Ein anderer Punkt, auf den werden wir natürlich auch eingehen, also wir werden natürlich auf alle drei Punkte eingehen, die ich hier genannt habe, und das sind natürlich auch nicht alle möglichen Punkte, die in Frage kommen, nur eine Auswahl, dass wir uns vorher angucken, was sind denn die Stellen, was sind denn die Aspekte, die die Problemstellung schwer machen? Was sind denn die Stellen, an denen wir Kopfschmerzen haben? Dass man dann hergeht und diese zuerst identifiziert, löst, bestmöglich löst und dann alles andere, was einem keine Kopfschmerzen macht, dann drumherum, dann halbwegs gut löst, weil eine halbwegs gute Lösung für die anderen Aspekte reicht. Oder dass man erstmal Pi mal Daumen, und das werden wir sehen, was das heißen kann, Pi mal Daumen erst einmal bestimmt, wie ungefähr könnte denn eine gute oder optimale Lösung aussehen, und dann im nächsten Schritt erst in der zweiten Stufe dann diese Problemstellung genau löst. Das ist erstmal ein Fahrplan für den ersten Teil dieses Foliensatzes, das will ich Ihnen versuchen näher zu bringen, dass das eine gute Sache ist, immer zweistufig zu denken. Wobei, wenn ich zweistufig sage, dann kann es natürlich durchaus sinnvoll sein, auch über dreistufig oder vierstufig nachzudenken. Das Prinzip ist immer dasselbe. Gut, und da will ich Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis vorstellen. Zu dem ersten Punkt. Wir hatten ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück, wir haben hier in der ersten Stufe drei verschiedene Möglichkeiten gesehen, was man tun kann, um erstmal das Problem zu vereinfachen, bevor wir es dann in der zweiten Stufe endgültig lösen. Und das gehört zum ersten Punkt, Datenmenge vorab reduzieren. Ist immer wieder eine sehr gute Möglichkeit, sich das Leben oder dem Algorithmus das Leben einfacher zu machen. Und in diesem Beispiel löst es sogar im Prinzip die Problemstellung erstaunlicherweise. Das habe ich vor knapp 20 Jahren gemacht für die Deutsche Bahn. Dementsprechend sind die Bilder auch tatsächlich aus dem Jahr 1997. Das, was Sie hier schwarz sehen, also die beiden Bilder haben leicht unterschiedliche Semantik. Ich will Ihnen das dann genau erklären. Das, was Sie schwarz hier sehen, also was Sie erstmal grau unterlegt sehen, ist in beiden Fällen dasselbe, nämlich das damalige Schienennetz der Deutschen Bahn. Und was Sie hier schwarz sehen, linke Hand, die Kanten, das war das damalige ICE-Netz. Ja, Sie sehen da Hamburg, da unten Basel, Schweizer, bis zum Schweizer Bahnhof damals schon gegangen und so weiter und so fort. So, und die Aufgabe lautet, ein Optimierungsproblem, gegeben eine Menge von Zügen, so wie im linken Bild die ICEs, damals von Deutschland, sämtliche ICE-Läufe, gegeben eine Menge von Zügen, finde eine möglichst kleine Menge von Bahnhöfen, sodass jeder ICE an mindestens einem dieser Bahnhöfe hält. Ja, also hier haben wir irgendwie einen ICE-Lauf, der hier zum Beispiel von Berlin hintenrum nach München, den gab es damals schon, diesen ICE-Lauf einmal durch halb Deutschland durch, soll mindestens einer der Bahnhöfe, an denen dieser Zug hält, dabei sein. Und das linke Beispiel, das kann man eigentlich mit bloßem Auge oder eigentlich mit ein bisschen geografischem Sachverstand schon mehr oder weniger erraten. Die schwarzen Punkte sind die optimale Lösung. Also man hätte es ja fast erraten können durch Draufschau, dass die optimale Lösung hier Berlin ist, damals noch Zoologischer Garten, nicht Hauptbahnhof, Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München. Ja, naheliegend wäre man auch selber drauf gekommen. Dafür braucht man keinen Algorithmus. Aber nun schauen Sie sich das Beispiel rechts an. Der Hintergrund, das Grau, ist wieder dasselbe wie vorher, nämlich alle das Schienennetz. Und jetzt sind es aber nicht nur die ICEs, sondern alle Zugläufe, also auch alle Regionalbahnen, Regionalexpresse, Interregios und so weiter und so fort. Was es da so ICEs, ECs, was es halt so alles gibt. Und das ist sicherlich etwas,
diese schwarzen Knubbel, was man nicht mehr so ohne weiteres per Hand selber lösen kann. Ist ein NP vollständiges Problem? Trotzdem ist das hier, ich sage jetzt noch was dazu gleich, was diese komischen Fitzelchen hier sind, trotzdem ist das hier eine optimale Lösung und ich bin mir sicher, dass es eine optimale Lösung ist. Wir reden hier über riesige Datensätze. Die einzelnen Züge haben Millionen von Halten zusammengenommen gehabt. Ja, und das bei einem NP-vollständigen Problem. Wie kann das sein? Auch hier wieder zunächst mal der Unterschied. Die abstrakte Problemstellung, die dahinter steht, ist NP-vollständig. Aber das heißt noch lange nicht, dass man die konkreten Anwendungsfälle, die man aus der Praxis bekommt, nicht doch irgendwie lösen kann mit Algorithmen, die auf diese konkreten Anwendungsfälle hingeschnitten sind, sodass die bösen Beispiele für diese Algorithmen ganz andere sind. Ganz anders gestaltet und nichts zu tun haben mit den realen Anwendungsfällen. Und das Erstaunliche an dieser Stelle hier ist, dass die Lösung im Prinzip zustande kommt, allein durch das, was ich hier habe, erste Stufe Datenmenge reduzieren. Ja, ich habe das erste gemacht, dass ich versucht habe, Daten zu reduzieren. Das geht eigentlich mit ganz einfachen Schritten. Ja. Denken Sie an Darmstadt Hauptbahnhof und zum Beispiel Darmstadt Süd. Ich würde mal vermuten, ich bin mir ziemlich sicher, jeder Bahnhof, der in Darmstadt Süd hält, hält auch in Darmstadt Hauptbahnhof, oder? Kennt jemand ein Gegenbeispiel? Ich glaube nicht. Würde mich sehr wundern, wenn es da einen solchen Fall gäbe. Bitte? RB75 hält in Darmstadt Süd und nicht in Darmstadt Hauptbahnhof? Andersrum gibt es viele Züge, die in Darmstadt Hauptbahnhof halten, aber nicht in Darmstadt Süd. Die interessante Richtung ist, es gibt keinen Zug, bin ich mir eigentlich sehr sicher, der in Darmstadt Süd hält, aber nicht in Darmstadt Hauptbahnhof. Logisch, nicht? Und das bedeutet, Darmstadt Süd können wir aus der Datenmenge rausstreichen. Warum? Also nehmen wir mal an, in einer Optimallösung wäre Darmstadt Süd drin. Dann könnten wir Darmstadt Süd ersetzen durch Darmstadt Hauptbahnhof in der Lösung, hätten eine leicht modifizierte Lösung, die ebenfalls noch alles überdeckt. Denn alle Züge, die in Darmstadt Süd überdeckt werden, werden auch Darmstadt Hauptbahnhof überdeckt. Also Darmstadt Süd und viele, viele andere Züge kann man rausschmeißen. Jetzt die umgekehrte Richtung für Züge. Stellen Sie sich, also das ist jetzt ein Beispiel, das meines Wissens nicht existiert, aber glaube ich ganz illustrativ ist für Sie. Stellen Sie sich einen Zug vor, den gibt es glaube ich nicht, aber stellen Sie sich einen Zug vor, der nur in Darmstadt, Langen und Frankfurt Hauptbahnhof hält. Ja, drei Halte, Darmstadt, Langen, Hauptbahnhof. Und jetzt stellen Sie sich zum Beispiel, was ist das, die S3, nicht? Die von Darmstadt über Langen natürlich dort auch hält, Frankfurt Hauptbahnhof hält und dann noch irgendwo weit bis Bad Soden geht, genau. So, dann kann ich die S-Bahn, die S3 rausstreichen aus der Datenmenge, denn wenn ich einen Bahnhof gefunden habe, der diesen anderen Zug überdeckt, der nur in Darmstadt, Langen, Frankfurt Hauptbahnhof hält, also eine von diesen drei Bahnhöfen, dann ist automatisch, ohne dass ich was dazu tun muss, auch die S3 mit überdeckt. Also brauche ich nicht die S3 gesondert betrachten, ich kann sie rausschmeißen. Und nach solchen Regeln kann man vorgehen, muss man noch ein bisschen mit den Datenstrukturen basteln, mit Sortieren und so weiter, dass man nicht jedes mit jedem vergleichen muss, sondern nur die miteinander vergleichen muss, die schon so ungefähr, so auf die schon ungefähr die Regel passt. Da ist eine Wortmeldung, bitte. Sie wollen die S3 behalten, aber den anderen Zug rausschmeißen. Wollen wir eine Abstimmung machen, wer dafür ist, die S3 rauszuschmeißen und wer für die
den anderen Zug ist, der nur Darmstadt, Langen, Frankfurt hält. Wer ist dafür, den anderen Zug, also den, der nur die drei Halter hat, rauszuschmeißen? Okay. Wer ist dafür, die S3 rauszuschmeißen? Ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich die S3 rausschmeiße. Stellen Sie sich vor, wir würden den anderen Zug rausschmeißen. Dann könnte es passieren, dass die S3 dann überdeckt wird durch einen Bahnhof wie, was gibt's da, Darmstadt Aheiligen oder so etwas. Gibt's den Bahnhof? Gibt's, ne? Ist der auf der Strecke von der S3 oder ist der schon? Ja, sorry, ich bin eher Richtung Süden orientiert. Ich sollte besser Beispiele aus dem Süden nehmen. Aber der überdeckt diesen anderen Zug nicht. Umgekehrt, wenn ich die S3 rausschmeiße und den anderen Zug drin behalte, dann ist garantiert, eine Lösung muss Darmstadt, Langen oder Frankfurt-Main enthalten und überdeckt damit auch die S3 automatisch. Also es ist schon richtig, die S3 rauszuschmeißen, nicht den anderen Zug. Das ist tatsächlich eine Stelle, an der immer wieder Studierende nicht nur eine AOD, sondern woanders auch zu knabbern haben. Bitte, Sie sind nicht einverstanden? Die Zug A anfährt, fährt auch Zug B an. Ist das auf der Folie verkehrt rum? Moment, alle zu. Welcher Zug ist jetzt welcher? Zug A ist der andere. Okay, ja, da muss dann Zug B stehen. Danke. Das heißt also, Sie haben voll und ganz recht, was die Folie angeht, aber was die Realität angeht, Unrecht, weil es eine kleine Diskrepanz gab, dass da B statt A stehen muss. Oder habe ich mich jetzt hier vertan? Gut, wie auch immer. Und das macht man nicht nur einmal, sondern das macht man, solange es geht. Ja? Wenn ich erstmal Bahnhöfe rausgeschmissen habe, dann schmeiße ich als nächstes, soweit wie es geht, dann schmeiße ich als nächstes Züge raus, soweit es geht. Und dann wird es wieder Möglichkeiten geben, die es vorher nicht gab, um Bahnhöfe rauszuschmeißen. Dann wird es wieder Möglichkeiten geben, die es vorher nicht gab, um Züge rauszuschmeißen, hin und her und hin und her und hin und her. Und das Ergebnis des Ganzen ist genau dieses Bild. Was ist hier passiert? Sie reduzieren schrittweise, wenn Sie Bahnhöfe rausschmeißen, reduzieren Sie schrittweise auch die Zugläufe. Und das will ich hier nicht vorführen, aber das kann ich Ihnen gerne als kleine interessante Aufgabe überlassen. Auch wenn vorher das ganze Zugsystem zusammenhängend war, kann es passieren und passiert auch, dass das Ganze sich so nach und nach durch diese Eliminierungen zerlegt. Ja, dass zwei Bereiche des Schienennetzes nur noch durch einen Zug miteinander sozusagen verbunden sind. Und wenn dieser Zug eliminiert wird, dann sind diese beiden Bereiche des Zugsystems nicht mehr miteinander verbunden, sodass sich nach und nach tatsächlich das Ganze zerlegen kann, theoretisch erstmal zerlegen könnte, in immer weitergehende Zusammenhangskomponenten, die so nach und nach immer kleiner werden. Und tatsächlich war das Ergebnis das hier, dass fast alle Bahnhöfe, die überhaupt noch im Spiel waren, isoliert geworden sind, jeweils mit einem Zug drauf, dessen Zuglauf zu diesem einen Bahnhof reduziert wurde. Und es sind ein paar Stellen übrig geblieben, an denen das nicht hundertprozentig reduziert wurde auf isolierte Bahnhöfe. Aber da können Sie sich vorstellen, da kann man schnell mit Brute Force bei diesen 4 Knoten oder 5 Knoten, was so eine Zusammenhangskomponente hat, die da noch stehen geblieben ist, kann man schnell prüfen, was da die beste Möglichkeit, das Optimum ist an Überdeckung. Ja? Allein durch diese einfachen Regeln der Datenreduktion hat sich das Problem fast vollständig gelöst. Ich habe das Ganze auch nochmal, also erstmal habe ich natürlich
tagelang geguckt, wo der Fehler in meinem Code ist, bis ich mich dann irgendwann überzeugt habe, nein, da ist kein Fehler in diesem Code. Das hat tatsächlich so funktioniert. Und ich habe das dann auf verschiedenen anderen Beispielen weiter durchgerechnet, ganz Europa. Die größte übrig bleibende Zusammenhangskomponente, die ich überhaupt gefunden hatte, war in der Tschechischen Republik mit, glaube ich, 29 Knoten, die eine Zusammenhangskomponente noch gebildet haben, die nicht weiter reduzierbar war. Und da konnte man auch mit Brute Force rauskriegen, 5 Knoten aus diesen 29 haben auch alles überdeckt. Ja, das ist eine Größenordnung, wo man nicht mehr nachdenken muss über algorithmische Fragestellungen, wo man einfach knallhart alles ausprobieren kann. Also Sie sehen, man kann mit Datenreduktion, natürlich wird man es in der Regel nicht so krass schaffen, aber ich will Ihnen ein anderes Beispiel nennen, was Sie aus der Mathematik kennen. Matrizen, lineare Gleichungssysteme lösen. Typischerweise, wenn Sie so eine große Matrix herkriegen, um ein lineares Gleichungssystem zu nehmen aus der Praxis, egal ob es aus der Technik ist, Differentialgleichungssysteme lösen oder ob es aus der Wirtschaft ist, ja irgendwelche wirtschaftlichen Sachverhalte durch ein lineares Gleichungssystem ausgedrückt. Sie werden typischerweise eine Matrix haben, bei der Sie eine ganze Menge reduzieren können. Sie werden da typischerweise so Sachen drin haben wie eine ganze Spalte, die nur aus Nullen besteht, können Sie rausschmeißen, oder eine ganze Zeile, die nur aus Nullen besteht, können Sie rausschmeißen, kein Effekt. Zwei Zeilen, die identisch sind, können Sie eine rausschmeißen und solche Sachen überhaupt, sodass Sie dann auf verschiedene Arten und Weisen schrittweise dann zu einer viel, viel kleineren Matrix kommen können. Was dahinter steht, ist der Rang, was Sie aus der linearen Algebra kennen, der Rang einer Matrix, dass Sie schrittweise Tatsache ausnutzen, dass die Matrix, die Sie bekommen aus der Praxis, typischerweise nicht maximalen Rang hat. Also das Extremste, was ich mal gesehen habe in einem Vortrag, war, dass jemand eine Matrix hatte, 10.000 Zeilen, Hunderttausende Spalten, das Ganze durch solche Maßnahmen reduziert auf eine Matrix 17 Kreuz 24. Ist ein Unterschied, nicht? Ob Sie diese Ausgangsmatrix jetzt versuchen, algorithmisch zu bearbeiten oder diese endgültige Matrix. Da war eine Wortmeldung irgendwo, glaube ich. Okay. Gut. Gehen wir nochmal zurück. Wir hatten mehrere verschiedene Sachen. Datenmenge reduzieren, davon haben Sie jetzt ein Beispiel gesehen. Ich habe Ihnen jetzt noch mit den Matrizen ein zweites Beispiel mündlich genannt. Aber zum Beispiel auch bei Graphen, ja, wenn so diese Netzwerke, von denen wir gesprochen haben, ja, wenn Sie können da sicherlich eine ganze Menge schon vorweg an Daten reduzieren, beispielsweise, wenn Sie da in Ihrem Kommunikationsnetzwerk oder in Ihrem Stromnetzwerk oder was auch immer, da irgendwelche Verbindungen irgendwo in den Odenwald oder in den Taunus hinein haben, da in irgendwelche entlegenen Gegenden, dass Sie die vorab behandeln und dann aus dem Gesamtalgorithmus rausschmeißen und solche Sachen. Jetzt kritische Punkte identifizieren und möglichst gut lösen. Da werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so weit kommen heute, weil ja noch ein anderes Thema ansteht. Ein Einführungsbeispiel will ich nennen in Großbetrieben. Wir haben, warten Sie mal ganz kurz, ja, so, wir haben in Großbetrieben, müssen Sie sich vorstellen, haben wir die Situation, dass wir irgendwelche Maschinen haben und dass so Schritte ablaufen sollen, also aus meiner konkreten Praxis beispielsweise Ablaufplanung in Stahlwerken. Sie haben die Kundenaufträge, jeder Kundenauftrag bedeutet eine initiale Schmelze ansetzen und dann schrittweise aus der Schmelze durchs Warmwalzen, Kaltwalzen und verschiedene andere Schritte dann bis zum Endprodukt, was dann auslieferungsfertig ist, diese Schritte durchgehen über verschiedene
Maschinen, über verschiedene Stationen, wo sämtliche Kundenaufträge ja auch mal durch müssen. So, das ist auch natürlich, wie soll es anders sein, ein NP-vollständiges Problem, sowas zu planen. Aber hier bietet es sich an, immer zunächst mal im ersten Schritt zu schauen, was sind denn eigentlich die Engpässe in dem ganzen System? Welche Maschinen sind die, wo es wirklich eng wird, wo man wirklich, wo man sich keinen Fehler erlauben darf, die dann auch tatsächlich dauernd im Betrieb sein werden, egal wie die Lösung aussieht, die man gebaut hat, die Planung, die man gebaut hat, wo abzusehen ist, die werden keine großen Leerlaufzeiten haben. Dann geht man her, wenn man die identifiziert hat, das ist meistens möglich, meistens auch sehr gut möglich, die zu identifizieren, dass wir dann zuerst die planen, dass wir uns also hernehmen. Wir wissen, alle möglichen Kundenaufträge müssen über diese Maschine rüber, vielleicht nicht alle, aber eine große Anzahl, haben jetzt verschiedene Liefertermine, wann sie lieferfertig sein müssen, und können so zurückrechnen, wann ungefähr müssten die idealerweise abgearbeitet werden auf dieser Maschine und daraus dann rechnen, okay, ungefähr in diesem Zeitfenster sollte die Maschine diesen Kundenauftrag abarbeiten und daraus dann eine Reihung macht. Erst dieser Kundenauftrag, dann dieser Kundenauftrag, dann dieser Kundenauftrag auf dieser Maschine. Die Zeiten festlegen und dann alles drumherum, was eben keine Engpässe sind, dann drumherum in einem zweiten Schritt zu planen, weil das dann nicht mehr großartig zu Problemen führen kann. Man hat das Hauptproblem erst einmal am Anfang, diese paar Engpassmaschinen, die typischerweise nicht allzu viele sind, hat man hier gelöst, die hat man hier entsprechend geplant. Und alles drumherum, das funktioniert dann schon irgendwie. Da muss man sich nicht allzu viel Mühe geben mehr mit Optimierung. Oder ein anderes Beispiel. Sie haben ja sogar in großen Fabriken teilweise Schienennetzwerke, auf denen irgendwelche, mehr oder weniger automatisiert heutzutage, irgendwelche kleinen schienengebundenen Fahrzeuge fahren oder ähnliches. Und auch hier ist es sinnvoll, zuerst zu gucken, was sind denn die Engpassstrecken, wo alles drüber muss oder wo sehr vieles drüber muss, und erst einmal dort genau möglichst gut zu planen, zumindest die Reihenfolge, in der die einzelnen Schienenbewegungen über diese Strecke gehen sollten, und dann hinterher alles andere zu planen, weil alles andere dann nicht mehr so dramatisch ist. Gut, vielleicht noch einen letzten Punkt zum Thema kritische Punkte vorab. Was Sie von hier kennen, von der DU Darmstadt, Stundenplanerstellung, hatte ich schon mal als Beispiel genannt, ist auch ein NP-vollständiges Problem, überhaupt eine Lösung zu kriegen. Über Optimierung wollen wir da gar nicht erst nachdenken. Und das wird auch tatsächlich an der TU Darmstadt so gemacht, weil es einfach das Sinnvolle ist, wie man sowas macht, nämlich, dass man sich erst einmal identifiziert, die schwierigen Lehrveranstaltungen, zum Beispiel die AOD ist eine schwierige Lehrveranstaltung, im Sinne der Planung, weil erstens ist klar, wir brauchen den Audimax, möglicherweise sogar noch weitere Hörsäle, in dem Sinne ist es schwierig, und zweitens haben wir auch viele Studiengänge drin, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Computational Engineering, Informationssystemtechnik und. Und das muss dann alles zusammenpassen. Also erst diese Lehrveranstaltungen einplanen, natürlich nicht von Jahr zu Jahr wieder alles neu machen, sondern gucken, dass es immer gleich bleibt. Nachdem man mal eine Planung gefunden hat, die funktioniert in Anführungszeichen, weil es natürlich immer Ecken und Kanten gibt, dann die einplanen und dann alles andere drumherum ist dann nicht mehr so dramatisch einzuplanen.
alle anderen Lehrveranstaltungen. Ist natürlich immer noch nicht so ganz einfach, aber es geht dann irgendwie. So wird das an der TU Darmstadt und sicherlich so ziemlich überall auf der Welt gemacht, wenn es darum geht, mehr als nur so ein paar richtig viele Lehrveranstaltungen teilweise mit schwierigen Anforderungen zu planen. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt für heute hier schließen. Erst einmal die Aufnahme.